Zwei Jahre Ausnahmezustand, Lockdown, ein miserabler Sommer. Da kann man ruhig mal drüber nachdenken, auszuwandern. In diesem Video bekommt ihr 5 Gründe, warum es vielleicht Sinn macht, auszuwandern. Wir sind Marc und Melissa. Wir sind im letzten Jahr nach Zypern ausgewandert. Und es muss nicht unbedingt Zypern sein. Diese 5 Gründe gelten auch für viele andere Länder. Grund Nummer 1. Wer hätte das gedacht? Sind die Kosten natürlich. Mitunter, ich habe mal nachgeschaut, haben wir in Deutschland etwa 40 verschiedene Steuerarten und man versucht da nur an unser Bestes ranzukommen. Das ist nicht so ganz ohne. Andere Länder haben teilweise wesentlich niedrigere Steuersätze und das heißt, dass von dem Geld natürlich auch wesentlich mehr hängen bleibt. Natürlich hat Deutschland den Vorteil, dass damit sehr viele Sozialleistungen bezahlt werden, aber das ist jetzt unsere Meinung. Wir möchten selber darüber bestimmen, für was wir welche Abgaben leisten müssen. Wir hier auf Zypern als Einwanderer, Selbstständige und Unternehmer zahlen zum Beispiel 12,5% Körperschaftssteuer in der Limited. Das heißt, es ist schon ein erheblicher Unterschied zu dem, was wir vorher in Deutschland gezahlt haben. Vorteil dabei ist natürlich auch, wenn man mehr Geld hat oder mehr Geld übrig hat davon, kann man selber entscheiden, wofür man es ausgibt. Die Lebenshaltungskosten hier auf Zypern sind zum Beispiel etwa 10% günstiger als in Deutschland im Schnitt. Das heißt, wir haben einfach viel mehr Geld übrig für die Dinge, die uns Spaß machen. Punkt Nummer 2 ist, wenn du dich dafür entscheiden solltest, in ein warmes Land auszuwandern, hast du viel mehr Sonne und damit auch meistens eine bessere Gesundheit. Denn wir sind hier viel näher am Äquator und näher am Äquator bedeutet, dass die Sonne viel länger und viel intensiver hier scheinen kann. Und das hat zum Beispiel auch Vorteile für deinen Vitamin-D-Haushalt. Vitamin D ist für ganz viele Stoffwechselvorgänge verantwortlich und hilft dir zum Beispiel beim gesunden Knochenbau, für auch ein gutes Muskelwachstum. Und die Sonne hat auch natürlich weitere Vorteile. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Sonnenmensch. Ich brauche die Sonne für gute Laune. Wenn ich morgens aufstehe, ich weiß, den ganzen Tag scheint die Sonne, es ist warm, dann hebt sich meine Laune erheblich. Und was dazu kommt, wir hatten in Deutschland einen Trainingsraum, wir haben trainiert, mir sind die Hände an der Trainingsstange festgefroren. Das habe ich hier nicht mehr, das heißt, ich trainiere viel mehr. Faktor für die Gesundheit. Pluspunkt. By the way, in Deutschland reicht es übrigens nur im Sommer aus, dass dein Körper aufgrund der Sonne Vitamin D bilden kann, was ja wirklich essentiell ist. Und die Zeit, die dafür zur Verfügung steht, liegt zwischen 10 und 15 Uhr. Jetzt fragt euch mal, zu welcher Zeit ihr arbeitet. Ja, wenn ihr selbstständig seid und seid in einem solchen sonnigen Land, wie wir es jetzt sind, dann könnt ihr auf jeden Fall wesentlich mehr von diesen tollen Vitaminen einsammeln. Punkt Nummer 3. Das Auswandern ist ein absoluter Booster für die Persönlichkeitsentwicklung. Du erweiterst maximal deinen Horizont. Denkst nicht nur mehr regional in deiner Stadt, in deinem Land, in deinem Ort, sondern wirklich global. Das haben wir jetzt auch schon im Gespräch mit ganz vielen anderen Auswanderern gelernt, dass man nicht nur persönlich viel mehr Kontakte hat aus vielen anderen Ländern, andere Sprachen spricht, Englisch viel besser spricht, sondern auch unternehmerisch das Netzwerk global erweitern kann und da erstmal merkt, was für Möglichkeiten man überhaupt noch hat. Der Marc sagt mir fast jeden Tag auch ein richtig gutes Beispiel dazu. Ich glaube, das macht es einfach nochmal deutlicher. Ein Beispiel mal aus der Natur. Wenn wir an die Natur denken, die Natur wächst immer und die Natur versucht natürlich auch immer ihre Grenzen zu erweitern. Ja? Wenn wir an Pflanzen denken, die wachsen, wenn wir an Bäume denken, die wachsen, wenn wir an Tiere denken, die wachsen, die sich natürlich auch anpassen und ich denke mal, das tun wir Menschen ja auch. Ja? Und das gilt natürlich auch für die Kinder. Wir haben unsere Kinder jetzt in einer internationalen Schule angemeldet. Unsere Kinder wachsen jetzt mittlerweile sogar dreisprachig auf. Die lernen Englisch, die lernen Griechisch und später sogar Deutsch. Klar, auch bei uns zu Hause wird noch Deutsch gesprochen. Aber stellt euch mal vor, wie viel Möglichkeiten eure Kinder und natürlich auch ihr selber, wenn ihr noch keine Kinder habt, habt, wenn ihr Englisch sprecht. Ja? Alleine schon, wenn man international arbeitet, könnt ihr euch natürlich einem globalen Markt bedienen. Oder auch, wenn ihr euch jetzt Unterstützung aus dem Internet sucht für vielleicht einen persönlichen Assistenten, jemand, der euch Grafiken fürs Internet macht, whatever. Die Möglichkeiten sind natürlich im Englischen viel, viel größer, weil der Faktor an Menschen, die Englisch sprechen, ja, um ein Vielfaches von dem ist, die nur Deutsch sprechen. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Kennt ihr das auf der Arbeit? Jeden Tag das Gleiche. Morgens aufstehen, im Büro, die gleichen Kollegen. Und kennt ihr auch diese Aussagen, boah, endlich wieder Wochenende. Am Montag schon, nur noch 5 Tage, dann ist Wochenende. Ne? Damit werdet ihr zum Weekend Warrior. Also nur noch das Wochenende ist cool. Ne? Und alles dazwischen, die meiste Zeit in der Woche, ist öde. Ne? Ist immer wieder das Gleiche.
Ich sag euch, wenn ihr auswandert, werdet ihr diese alten Muster verlassen. Ihr werdet auch alte Glaubenssätze loswerden. Ne? Vorher vielleicht, ich brauche die Sicherheit, ich brauche XY, festen Job. Ihr werdet merken, mit den Möglichkeiten, die ihr dann habt, wenn ihr ausgewandert seid und ihr da offen seid für diese Option, werdet ihr euch weiterentwickeln. Werdet ihr diese neuen alten Muster verlassen, neue für euch entwickeln, die euch auf jeden Fall weiterbringen. Definitiv ist es auch ein Punkt, wo ihr mal eure Komfortzone verlasst und alte Glaubenssätze über Bord werfen könnt. Natürlich wird jeder oder werden viele euch sagen, ja, auswandern, ist das nicht ein Risiko? Was ist denn mit deiner Rente? Was ist mit Geld? Und ich kann euch eins sagen, aus eigener Erfahrung, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wenn ihr Geld verdienen wollt, dann ist das auch nach dem Auswandern möglich. Definitiv. Online bietet uns so viele Möglichkeiten, Arbeit zu finden, Geld zu verdienen. Und natürlich auch gepaart mit geringeren Kosten ist es viel leichter, solche Glaubenssätze über Bord zu werfen und das Ganze durchzuziehen. Und ihr werdet definitiv belohnt, denn ihr werdet das, was ihr bisher kennt, über Bord werfen und feststellen, das funktioniert ja auch vollkommen. Punkt Nummer 5. Leben, wo andere Urlaub machen. Das genieße ich ja total, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag hier am Strand sind oder jeden Tag den ganzen Tag nur im Pool schwimmen. Nein. Aber wir haben die Möglichkeit, ne? Nach der Arbeit, nach dem Feierabend, da habe ich mir im Grunde genommen direkt schon den Bikini angezogen, wenn ich nicht schon drunter habe. Und spring direkt in den Pool oder geh an den Strand, geh in die Berge, ne, wo man keinem begegnet. Also das ist einfach ein Lifestyle, eine Lifestyle-Frage. Bringt viel mehr Entspannung und einfach einen anderen Lifestyle. Das ist auch ein Punkt für mich, der mir wichtig ist. In Deutschland, wenn man da mal wirklich alleine sein will und spazieren geht durch den Wald, trifft man immer noch irgendwo jemanden. Ja? Auch bei uns, wo wir gewohnt haben, sind durch Felder spazieren gegangen. Irgendwo findet noch jemand einen Weg, wie er mit dem Auto da durchfahren kann und man irgendwo an die Seite springt. Das haben wir hier auf Zypern nicht. Also wenn wir hier in die Berge fahren und dort wandern gehen, da gibt es Stellen, da begegnet man für Stunden niemanden. Da ist man wirklich mal für sich, da ist man wirklich alleine, kann die Natur genießen und ja, ist an Punkten, wo andere vielleicht auch Urlaub machen möchten. Oder auch mal eine andere Küche genießen, ja? Vielleicht möchtet ihr nicht mehr die Bratwurst, den Döner oder die Pizza essen oder vielleicht sogar irgendwelche Knödelgerichte. Ja, hier auf Zypern zum Beispiel definitiv möglich. Wir haben hier sehr viele verschiedene Küchen und können auch sehr frische Sachen mal essen in Restaurants. Und selbst im Supermarkt gibt es natürlich eine vollkommen andere Auswahl, die da zur Verfügung steht. Na, wollt ihr jetzt auch auswandern? Schreibt's in die Kommentare. Ciao. Sag tschüss. Baff, tschüss.